Herzlich willkommen zu Wissen macht... Hä? Heute, wie rechts ist die AfD? Hier in Stuttgart, umrahmt von deutschen Eichen, sitzt die AfD Baden-Württemberg und steuert auf 14% zu. Und ich bin mit einem ihrer Scharfmacher verabredet, Markus Frohnmeier. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk, und zwar nur für das Volk gemacht. Ja. Denn wir sind das Volk, liebe Freunde. Ach, der Frohnmeier, ein ganz schön rechtes Kerlchen bei solchen Reden. Aufräumen und ausmisten will er. Aber im Nachhinein meinen die von der AfD das ja nie so. Ständig fühlen sie sich falsch dargestellt, rutschen von der Maus ab oder haben Ausreden wie diese hier. Ich muss das auch erstmal noch lernen. Also ich bin kein Politprofi. Vieles. Ja, Markus Mäuschen, du und deine AfD, ihr müsst noch viel lernen. Zum Beispiel, dass man nicht einfach dumme Sachen im Internet postet, wie das über Frau Roth. Ach, wäre ich Neujahr nur nach Köln gefahren. Mal ehrlich, das kann man doch schon in den falschen Hals bekommen, oder? Haben Sie da einen Fehler gemacht, als Sie das veröffentlicht haben? Diese Bildmontage? Ich hätte, glaube ich, ein bisschen was Erklärenderes noch dazu schreiben sollen. Aber ich fand es genau richtig. Genau richtig, aber dann doch anders gemeint? Was denn nun, mein braunes Bärchen? Könnt ihr AfD-Häschen euch nicht ausdrücken? Oder wollt ihr immer falsch verstanden werden? Wie bei den Flüchtlingen. Zum Großteil sind das keine Flüchtlinge. Was sonst? Das sind Wanderer. Wanderer? Wanderer. Ja. Und das mit deinem Vorbild, dem Thüringer AfD-Chef? Björn Höcke. Der sagt ja, dass die Afrikaner sich so schnell vermehren, dass die uns dann einfach überrennen. Ist das rassistisch? Nee, das ist nicht rassistisch. Wenn es dafür Datenerhebungen gibt, bin da nicht firm drin. Ich schon. Das ist rassistisch. Und zwar hochgradig. Aber gut, du findest ja auch die Außenpolitik vom irren Putin dufte. Oder wie war das mit der Krim? Die Krim, die gehört zu Russland. Okay, mittlerweile ja. Historisch betrachtet schon immer. Ja. Müsste Deutschland dann nicht eigentlich auch größer sein, wenn wir jetzt schon von historischen Größen sprechen? Bisschen? Sagen Sie. Und was denken Sie? Ach, dazu äußere ich mich nicht. Okay. Ach, Markus. Man hätte auch Nein antworten können. Aber dann würdest du ja eure ganzen braunen Wähler vergraulen. Und das willst du natürlich nicht. Dafür seid ihr AfD-Fritzen dann immer noch Politikprofi genug. Tja, so funktioniert ja eben der Rechtspopulismus der AfD. Na dann, Heil Hitler! Oh, der ist mir wohl auch kurz die Maus ausgerutscht.